Hallo, hallo, willkommen im Tigerentenclub. Leute, es lohnt sich heute richtig, denn bei uns zu Gast im Studio einer der besten deutschen BMX-Flatland-Fahrer, Tim Höfel. Yes, stark! Tim, super, dass du da bist. Wie heißt der Trick, den du eben gemacht hast? Das ist die Time Machine. Die Time Machine. Und du wirst uns gleich noch viel mehr Tricks zeigen. Toll, dass du da bist. Und ihr zu Hause könnt mitspielen in der Kika Quiz App. Ganz fleißig Punkte sammeln und diese am Ende setzen. Mit etwas Glück unsere Tigerente hier gewinnen. Und jetzt geht's los in der Spielarena. Viel Spaß. Tigerentenclub. Mit Club-DJ Max, Günther Kastenfrosch und hier sind für euch Laura und Johannes. Hallo Leute, die große Frage ist, wer macht heute wen nass? Ja, die Informatik aus Nierstein oder die Kaltschmerzen? Wir fangen an mit meinen Fröschen, sie kommen von der Karl-Zuckmeier-Realschule Plus aus Nierstein. Das ist die 5er! Und meine Tigenten kommen von der Ferdinand Lasalle-Realschule aus Köln. Das ist die 6er! Und jetzt machen wir richtig Lärm für die Frösche. Mariella, Konstantin und Marius. Ich will richtig Lärm hören für Eslem, Serhat und Sammy. Und wir kommen zum allerersten Spiel, dem Team Check. Wir spielen Meerwasserschwamm, es wird nass. Ja, unsere Spieler und Spielerinnen haben Schwämme auf dem Kopf. Die müssen hier in diesen Bottich getunkt werden. Und dann wird hier nach vorne gerannt, den Kopf an die Scheibe gedrückt und das Wasser läuft dementsprechend in den Eimer. Genau, wir spielen das Ganze 60 Sekunden. Am Ende gewinnt das Team, das das meiste Wasser im Eimer gesammelt hat. Und diese Waage hier, die bringt am Ende die Wahrheit. Frösche ready? Tigerenten bereit? Es geht los in 3, 2, 1, go! Klären. Alles gut bei euch? Alles gut bei euch? Tigerenten, ihr steht noch? Gut. Ja, alle noch gesund? Frösche, alle gesund? Ja. Ja, gut. Ein bisschen nass? Ja. Okay, komm. Laura, lass mal auswerten. Okay. Wow, oh, Mann. Meine Güte, da waren definitiv ein paar Stunts dabei. Da waren ein paar hervorragende Stunts dabei. So. Ich muss auch ein bisschen aufpassen. Achtung. Die erste Notbremse geht an die Frösche! Yes! Hattet ihr irgendwie eine Strategie, eine Taktik? Nein, ich bin einfach nur losgemacht. Einfach losgerannt? Ich bin einfach nur gerannt. Und das hat sich gelohnt. Punkt für Team Grün. Mega! Da wird nach der ersten Notbremse völlig verdient gekuschelt. Und jetzt wollen wir die 5A ein bisschen besser kennenlernen. Günther, schön, dass du hier bist, aber auch schön, dass Mariella da ist. Hallo. Mariella, in deiner Freizeit bist du ja gerne bei der Jugendfeuerwehr aktiv. Ja. Was macht ihr da alles? Da machen wir halt so Ausflüge, wenn wir so Fahrrad fahren gehen oder... Wir gehen auch ins Schwimmbad. Voll gut. Wir werden Mariella später gleich noch auf der Bühne sehen. Und Marius, dein Hobby ist Klettern? Ja. Aber du schweißt auch gerne. Ja. Wo und was schweißt du denn bitte schön? Ich schweiß bei meinem Papa in der Halle. Aha. Und ich schweiße gerne, ich habe schon ein Flugzeug zusammen geschweißt. Was? Ein Auto. Ja. Aber das Auto war ein bisschen leichter. Okay, weil dein Papa Schlosser ist, machst ja. du das. Konstantin, du willst später Schauspieler werden. Was wäre denn so die Rolle, auf die du richtig Lust hättest? Darth Vader. Darth Vader aus Star Wars. Mhm. Wenn jemand kommt und sagt, hey Konzi,
Du wirst der nächste James Bond. Dann würde ich annehmen. Dann nimmst du an. Okay, super. Also, ich freue mich, dass ihr da seid, liebe Frösche, denn ihr unterstützt natürlich auch die gute Sache, und zwar die Kinderhilfsaktion Herzenssache. Mit 400 oder 600 Euro. Und Herr Hoffler, wohin geht denn unser Geld? Ja, unser Gewinn geht an das Projekt Videos for Future. Auch hier in Deutschland haben wir mittlerweile die Auswirkungen des Klimawandels. Und viele Kinder und Jugendliche fühlen sich von der Klimakrise bedroht und einigermaßen hilflos. Und nun Video for Futures produziert mit Jugendlichen, auch Jugendlichen mit Fluchterfahrung, Videos über die Themen Nachhaltigkeit, Konsumreduzierung und andere Umweltthemen und hilft so, Sorgen und Ängste abzubauen und vor allem selber tätig zu werden. Herr Hoffler, vielen, vielen Dank. Richtig cooles Projekt. Und das ist also die 5A. Und jetzt geht's weiter bei den Tigerenten. Ja, auch die Tigerenten unterstützen natürlich Herzenssache. Und Frau Vogt, Sie wissen, welches Projekt genau. Genau, der Gewinn geht an das Projekt Selbstbewusstsein stärken der Kinderhilfsorganisation Herzenssache e.V. Es geht darum, dass Jugendliche aus Brennpunktschulen sich den gewählten Herausforderungen stellen und auf diese Art und Weise eben eigene Stärke und Selbstbewusstsein finden. Vielen, vielen Dank. Wir drücken die Daumen. Und ich freue mich ganz besonders, dass meine Tigerenten heute hier sind, denn ihr kommt aus Köln, genauso wie ich. Und jetzt frage ich euch natürlich, Eslem, seid ihr im Karneval auch aktiv? Ja, wir sind auf jeden Fall im Karneval auch sehr aktiv. Wir machen sehr viele Projekte und wir gehen auf Züge. Mhm. Und wir mieten manchmal so eine Halle und da feiern wir das auch gerne. Ja. Als was seid ihr dieses Jahr gegangen in Karneval? Als ein Skelett. Skelett? Als Karate-Kid. Oh ja, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich bin als Megan gegangen, in so eine Horrorpuppe. Also ein bisschen gruseliger. Und du möchtest Modedesignerin werden? Ja, das will ich sein, weil ich mag es, Sachen neu zu erstellen, also designen. Ist egal, ob T-Shirt, Hose, ja. Kleid, also alles cool. Du willst einfach nur coole Sachen entwerfen, damit die Leute das dann tragen können. Auf jeden Fall. Und Serhat, du machst Karate und du machst Kickboxen. Vielleicht kannst du mal Semi erzählen, also, wo so ein bisschen der Unterschied liegt. Also der Unterschied liegt zum Beispiel bei Karate, geht es um Selbstverteidigung und nicht, dass man, also wenn etwas passiert, dass man sich selber verteidigen kann. Und beim Kickboxen geht es halt um die Technik, aber man sollte es auch nicht benutzen, um jemanden zu hauen oder so. Also um Technik und Stärke. Und wenn wir schon beim Kickboxen sind, ich mache schon seit 7 Jahren Kickboxen, hat schon so jetzt, genau jetzt ein Zufall, 50 Kämpfe, 48 mal gewonnen und 2 mal verloren. Oh, und ich hab, das ist eine richtig gute Bilanz. Ja, und ich habe Medaillen und Pokale gewonnen auf jeden Fall. Stark. Stark, stark, stark. Und ich weiß, nicht nur du hast auch schon einiges gewonnen, sondern sehr hart ebenfalls. Du bist, hast bei den deutschen Meisterschaften mitgemacht? Dritte. Den dritten Platz? Ja. Mega cool. Was willst du als nächstes erreichen? Den ersten natürlich. Ist ja klar, den ersten. Und ich weiß, du möchtest noch jemanden grüßen, weil du bekommst einen Döner dafür. Ja. Den wollen wir uns abholen. Ich grüße meine Familie als erstes natürlich. Dann grüße ich meinen Nachhilfelehrer, Kibrabla, Nejwabla, Melissabla und Marwabla. Und zuletzt meinen Verein Bushido Köln und meine Trainer. So, Döner ist klar gemacht. Und ich freue mich, jetzt geht's nämlich weiter mit dem Froschip. Willkommen zum Froschhüpfen. Der Computer gibt euch eine Hüpfreihenfolge vor. Die besteht aus 10 Feldern. Schaut sie euch gut an, merkt sie euch. Ihr müsst sie nachhüpfen. Ihr zu Hause könnt natürlich in der Kika-Quiz-App mitspielen. Also ihr beiden, gut aufpassen. Hier kommt eure Hüpfreihenfolge. Stellt euch bitte in die Mitte und es geht los mit dem ersten Ton. Es war Froschhüpfen. Sehr hart. Was sagt dein Bauchgefühl? So 4, 5 Stück. Das Ergebnis für sehr hart. 1, 2, 3, 4, 5, 5 für die Tigerenten. Das wird. Mariela und Pons.
Ich denke, Sophia. Okay, Sophia. Da vorne sehen wir dein Ergebnis und natürlich zählen auch die Frösche mit. Let's go. Eins. Zwei. Spannendes Duell beider Teams. 1:1 steht es jetzt. Und ich darf euch meinen Gast für heute vorstellen. Was er macht, kann man durchaus als Breakdance auf dem Fahrrad bezeichnen. Denn Tim Höfel macht mit seinem BMX die verrücktesten Tricks. Und was ein Sprungturm am Badesee damit zu tun hat, seht selbst. Tim Höfel liebt Fahrradfahren. In Berlin macht er das am liebsten. Doch wer jetzt an normales Fahrradfahren denkt, der liegt falsch. Auf seinem BMX ist er ein echter Profi und immer auf der Suche nach spannenden Challenges. Seine neueste Idee? Andere Sportarten einfach mal mit seinem Bike ausprobieren. Ob beim Hindernislauf oder beim Sprung vom 5-Meter-Turm. Tim hat's einfach voll drauf. Und jetzt ist er hier live für euch im Tigerentenclub. Und zwar mit einer richtig coolen BMX-Show. Viel Spaß! Ich sag mal so, starke Tricks. War dir normales Fahrradfahren zu langweilig? Ja, gute Frage. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe angefangen in der Artistenschule damals, wo ich quasi schon dafür ausgebildet wurde, um irgendwann später damit arbeiten zu können. Und habe dann gerade in der Corona-Zeit sehr, sehr viel trainiert auf Parkplätzen und ja, meine Leidenschaft darin entdeckt. Und du trägst jetzt keinen Helm, was man normalerweise machen würde. Warum? Das ist tatsächlich so. Es ist wirklich zu empfehlen, einen Helm zu tragen. Gerade Kinder, die jetzt
neue Tricks üben. Ist einfach so, ich habe für mich festgelegt, ich kann mit dem Risiko mittlerweile umgehen und habe für mich entschieden, ich brauche keinen Helm mehr. Aber gerade Kinder, die jetzt ins Skatepark gehen und neue Tricks üben und irgendwie Rampen ausprobieren, zieht unbedingt Helme an. Auf jeden Fall, klare Empfehlung. Und du machst ja auch Contests, also Wettkämpfe. Wie wird das denn bewertet? Bei Wettkampf ist es so, man hat 3 Minuten Zeit, um alle seine Tricks und Kombinationen zu zeigen. Bestenfalls ohne einen Fuß abzusetzen, weil es gibt Punktabzug. Und da kommt es auf jeden Fall darauf an, dass man sich eigene Tricks und Kombinationen ausdenkt und nicht einfach Sachen nachmacht, die es schon gibt. Mhm. Und ja, hoffen, dass man irgendwie drauf bleibt. Und damit bist du letztes Jahr auch Vizemeister geworden. Also Glückwunsch dazu. Und ihr habt sicherlich noch jede Menge Fragen jetzt an Tim. Schreibt's in den Chat, in die Kika Quiz App. Und in der Zwischenzeit geht es weiter mit den Tigerenten und den Fröschen. Es wird laut! Genau, wir spielen Lattenknaller. Da kommt auf die Stimmbänder an, denn wenn man laut schreit, geht der Torwart im Bild nach oben. Wenn man leise bleibt, bleibt er unten. Und am Ende geht es natürlich darum, die meisten Tore zu erzielen. 60 Sekunden spielen wir das Ganze. Spielfelder sind offen. Es geht los in 3, 2, 1, go! Ball ist im Feld. Schöne Abwehr von den Fröschen. Ist gut. Es wird getanzt und gesungen und ihr zu Hause könnt euch die Auftritte ganz genau anschauen und dann in der Kika-Quiz-App entscheiden, wem Max wohl die Notbremse geben wird. Gebt euren Tipp ab in der Kika-Quiz-App. Wir starten mit den Fröschen. Die stehen bereits hinter der Bühne und ich freue mich sehr auf ihren Auftritt. Ich freue mich auf Mariella, Eliska, Lea, Zoe und Helena. Und wir hören eine Nummer. Max, die kennen wir alle von Social Media. Aber komplett. Nämlich, wir hören was von Lumix und von Gabriel Ponte. Wir hören Monster. Der Song, der ging rauf und runter überall bei TikTok, Instagram und so weiter. Weil man super dazu tanzen kann. Also es ist so Slap House, heißt das. Also der Bass, der ist so ein bisschen geschwungener. Und man tanzt dazu gerne mal so Shuffle Dance und so. Und wenn man das einigermaßen beherrscht, dann sieht das sofort mega cool aus auf der Bühne. Also wenn die Frösche das können, wird das ein cooler Auftritt. Oh Gott, ich hoffe so sehr, sie können shufflen. Mädels, wir drücken euch die Daumen, die Frösche feuern euch an. Seid unsere Clubstars.
Mariella und die Frösche. Hey, richtig toller Auftritt. Mariella, geht's dir gut? Ja. Ja, wie war es hier oben auf der Bühne zu stehen? Ich war ein bisschen aufgeregt und ja. Wir können verraten, ihr habt euch das alles selbst ausgedacht, ja? Keine Hilfe, alles selbst choreografiert. Richtig, richtig toll geworden. Jetzt dürft ihr euch hinsetzen. Macht's euch mit Günther gemütlich, denn jetzt sind die Tigerenten am Start. Ja, richtig cooler Auftritt vor den Fröschen. Und jetzt werfen wir einen Blick auf die Tigerenten. Eslem ist am Start, Lynn, Mila, Serhat und Ömer. Sie werden jetzt hier performen. Und zwar von einem DJ, der schon recht lange im Geschäft ist, aber der kann es immer noch. David Guetta. Wir sagen einfach, er ist ein DJ-Urgestein mittlerweile, oder? David Guetta, der hat einfach so gut wie alles produziert, was es so gibt. Richtig cooler Song jetzt und die spannende Geschichte, wie ich finde, ich habe ja eben mal ganz kurz den Namen Gabriel Ponte erwähnt. Der hat den Song eben produziert. Ja. Und bei dem Song, den wir jetzt hören, hat Gabriel Ponte so die Ursprungsversion gemacht, und zwar Blue Dabbedee Dabbedee. Du erinnerst dich an diesen Song? Ja. Kennen wir natürlich alle. Und David Guetta hat den Song immer neu aufgelegt, zusammen mit Bebe Rexha. Ging natürlich super steil, die Nummer, weil diese Melodie ist einfach so, so eingängig. Du hast sofort einen Ohrwurm und ich freue mich jetzt daher richtig auf den Song bei den Tigerenten. Boah, ich freue mich auch richtig, richtig doll jetzt auf den Auftritt der Tigerenten. Ich drücke euch die Daumen, habt ganz viel Spaß und seid unsere Clubstars. Du bist ja eine richtige Strahlemaus. Mega, woher nimmst du dieses Star-Appeal? Dank Isabel habe ich das. Wer ist Isabel? Sie ist unsere Tanzlehrerin und sie hilft uns immer beim Tanzen. Und die Choreografie haben wir auch von ihr. Und ich grüße sie auch sehr herzlich. Vielen Dank, liebe Tigerenten, der war richtig klasse. Aber auch die Frösche hatten einen richtig guten Auftritt. Ja, und jetzt ist die Frage, wer bekommt die Notbremse? Ich fange an mit den Fröschen. Mariella, cooler Auftritt. Ich kenne so dieses Shuffle-Tanzen und so weiter zu dem Song, natürlich auch von TikTok und so weiter. Seht es voll gerne. Und ihr könnt es einfach alle so super gut. Ich habe das schon so oft versucht, ich habe es so nie hingekriegt. Aber richtig, richtig cool. Lip-Sync hat bei dir auch gesessen. Es war nicht ganz so viel Text natürlich, aber das war echt ziemlich cool. Wenn ich noch einen Wunsch gehabt hätte, wäre vielleicht, dass du auch noch ein bisschen so shuffeln kannst auf der Bühne vorne. Da wäre es noch ein perfekterer Auftritt geworden, auf jeden Fall. Aber dann kamen die Tigerenten. Am Anfang muss ich sagen, Eslem, ich habe dich ja gar nicht gesehen am Anfang. Du warst so ganz hinten und dachte, hey, wo ist sie denn jetzt? Was macht sie denn? Und dann macht es 3, 2, 1, go, du kommst nach vorne und bist auf einmal da. Du hast eine mega Energie, das war eine super Performance von euch allen. Notbremse für die Tigerenten. Jawohl! Tolle Auftritte beim Clubstar. Die Tigerenten holen sich die Notbremse und bauen damit ihre Führung aus. Und bei mir im Studio weiterhin unser Gast Tim Höfel. Gerade haben wir dich schon in Action gesehen und gleich dürfen unsere Jungs hier ein bisschen ran und auch was ausprobieren. Aber du fährst ja BMX Flatland. Und was braucht man denn so grundsätzlich für Skills, um das gut machen zu können? Also bei Flatland kommt es ja sehr darauf an, dass man, also man fährt ja keine Rampen oder Treppenstufen, ja. Das ist einfach nur auf flachem Boden, so wie hier. Und da ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, ein Balancegefühl zu haben für sein Fahrrad, was man sich über die Jahre dann aufbaut. Generell Körperbeherrschung ist sehr, sehr gut. Viel, viel Spaß und viel Geduld, weil es einfach sehr lange dauert, die Tricks zu üben.
Und es wird seine Zeit brauchen, bis man da erste Erfolge hatte. Was unterscheidet denn jetzt so ein BMX-Fahrrad zu einem normalen Fahrrad? Also was ist daran besonders? Also generell, BMX-Räder sind ja sehr viel kleiner als normale Räder. Sie sind sehr viel stabiler gebaut. Die haben ein eigenes Material, der Rahmen. Es ist sehr, sehr stabil und kompakt. Ich fahre ja Flatland. Das ist nochmal was anderes, als wenn ich jetzt ein Rampenfahrer wäre. Ich habe zum Beispiel 4 Packs. Das sind diese Metalldinger hier an den Achsen. Ich fahre jetzt hier mit einer Bremse bei der Show. Es gibt auch Fahrer, die fahren ohne Bremsen. Genau, es kommt ganz darauf an, was jeder für sich mag. Jeder Fahrer hat so seinen eigenen Style. Also so ein bisschen individuell. Genau. Was man aber schon mal sagen kann, die sind hier nicht gut zum Sitzen. Also bequem ist das hier überhaupt gar nicht, aber es sieht cool aus. Ich finde es cool aus, auf jeden Fall. Und du hast vor kurzem auch ein mega Video hochgeladen. Ein spektakuläres Video. Copy and Paste heißt das Ganze. Und dort hast du Sportarten nachgemacht. Hindernislauf, Trampolin, Turmspringen. Und das alles mit deinem BMX-Fahrrad. Und wir haben ein paar Ausschnitte dabei. Und erzähl uns doch mal, wie kommt man auf so... Ja, man muss schon mal sagen, verrückte Ideen. Ja, also die Grundidee für den ganzen Film kam mir im Flugzeug zurück aus dem Urlaub, wo ich einfach drüber nachgedacht habe, was als nächstes für ein Videoprojekt ansteht und habe dann ein paar Ideen so durch meinen Kopf durchfließen lassen und bin dann irgendwie auf die Idee gekommen, wie wäre es, wenn ich einfach Sportarten, die es so gibt, mit dem Bike nachmache und imitiere. Habe dann direkt noch im Flugzeug angefangen, so ein paar Ideen mir rauszusuchen und dann ist über die Zeit so eine kleine Story daraus entstanden. Und ja, jetzt zum Beispiel Disziplinen wie Ballett, Turmspringen, ja. Yoga, Monowheel kommt noch vor, sind dann am Ende im Film noch zu sehen. Was hat dir da am meisten Spaß gemacht und was war am herausforderndsten? Am meisten Spaß hat mir, glaube ich, die Monowheel-Szene gemacht. Wir haben auch dieses elektrische Monowheel da gehabt. Das ist irgendwie sehr hochmotorisiert gewesen. Es konnte sehr, sehr schnell fahren. Am herausforderndsten war für mich mental, glaube ich, der Frontflip von dem Turm. Es waren am Ende knapp 6 Meter ins Wasser, was für mich einfach als Flatlander sehr untypisch ist, diese Bewegung zu machen oder auch diesen Mut aufbringen zu müssen für einen Trick. Da habe ich sehr, sehr viel Zeit oben auf dem Turm verbracht, um mich das zu trauen. Ja, hier sieht man es auch. Ne? Also das ist durchaus sehr, sehr hoch und dann die Überwindung. Denn es gibt zu Copy and Paste auch ein Making-of-Video. Da kann man so ein bisschen Backstage gucken, wie das Ganze so entstanden ist. Das kann man sich auf YouTube angucken. Ich habe mir das gestern schon auf jeden Fall mal reingezogen. Und da sieht man auch, was dich das gekostet hat auch, an Übungsstunden und an Zeit. Ja, auf jeden Fall. Da sieht man mal ein paar Szenen von hinter den Kulissen, wie lange wir an den Tricks gesessen haben, wie die ganze Planung war, was für ein Aufwand das von den Locations her war. Es gab zum Beispiel eine Szene mit der Flatland-Kombo am Wasser. Da haben wir teilweise 2 Stunden am Wasser verbracht, um die Kombo landen zu können. Ja. War sehr, sehr aufwendig zum Teil, aber ich bin sehr, sehr stolz auf das Ergebnis und sehr froh. Jetzt, das ist richtig toll geworden. Jetzt hast du natürlich schon einige Sportarten gemacht. Welche würdest du gerne nochmal ausprobieren? Wir haben tatsächlich noch andere Sportarten auf dem Plan gehabt. Wir haben sogar auch schon noch welche abgedreht, die es letztendlich gar nicht in den Film geschafft haben. Ich möchte aber noch nicht verraten, welche, weil wir schon einen Teil 2 angedacht haben und den auf jeden Fall nicht spoilern wollen. Okay. Also man muss dir auf jeden Fall folgen, um dann Teil 2 zu sehen. Auf jeden Fall, ja. Und jetzt haben wir viel gequatscht, wir haben viel gesehen. Jetzt haben wir natürlich auch Bock, ein bisschen was auszuprobieren. Du wirst ein paar Tricks zeigen. Und zwar, Nils, du hast Bock, ein bisschen was zu probieren. Dann schnapp dir dein Bike und dann... Erzähl Tim mal, was er mit dir vorhat. Genau, ich würde mit dir, ganz wichtig ist, dass wir Packs haben, deswegen können wir mit dir heute nur einen Flatland-Trick machen. Danach machen wir nochmal einen anderen. Und zwar würde ich dir jetzt mal einen meiner ersten Tricks zeigen. Und zwar ist es das Merry-Go-Round-Karussell auf Deutsch. Man fängt im Liegen an, hockt hier quasi an der Seite vom Fahrrad, zieht den Lenker so, dass man hier mit dem Fuß halten kann und fängt an, das Hinterrad zu drehen, dass man anfangen kann, das zu drehen. Das sieht mega cool aus. Ja. Genauso kann man auch wieder anhalten. Und ganz wichtig ist beim Flatland aufzustehen und weiterzufahren, damit der Trick auch zählt, was ich jetzt nicht gemacht habe. Also keine Punkte für Tim. So. Nils. Genau, zeig mal. Genau, perfekt. Sehr gut. Er macht es auch ohne Fuß. Sehr gut, super. Ganz einfach. Sehr, sehr gut. Und bleibt da drauf. Stark. Er macht sogar besser. Oh, sehr Nils, gut. Aber du konntest... Oh. Yes, komm hier. Nils, aber du konntest das schon, oder? Das war auch mein erster Trick. Den würde ich auch sehr weiterempfehlen. Der macht echt Spaß und ja, der ist echt cool. Mega cool. Also BMX-Fahren macht mega viel Spaß. Und für einen haben wir noch Zeit, einen weiteren Trick zu lernen. Danke, Nils. Mio, komm nach vorne. Dir, ich zeige dir mal ganz kurz, bevor du ihn machst. Und zwar ist es der Forklight, auch ein sehr wichtiger Flatland-Basic. Man steht mit einem Bein auf dem Pack, mit dem anderen tritt man das Rad und fängt an, quasi sich in eine Richtung zu bewegen. Ich halte bei dir nochmal mit fest, dass du nicht umfällst. Einen Helm hast du ja an, das ist sehr gut. Und dann, wir fahren mal so im Kreis, ja, dass wir das mal gut sehen. Genau. Steig mal auf, ich halte noch mit fest und vielleicht kann ich die Hand sogar lösen. Sehr gut. Yes, cool. Drückst die Bremse, glaube ich. Versuch, genau. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Man muss Balance halten. Perfekt. Lenken. Sehr geil, cool. Mio, wie ist das für dich?
Auch cool. Auch cool? Willst du ein bisschen weiter üben auf jeden Fall noch, dass du das hinkriegst? Ja. Ey, sehr, sehr stark. Auf jeden Fall ist, also man kann eigentlich unendlich viele Tricks lernen und ich weiß, du arbeitest auch an ein paar. Vielleicht dann das nächste Mal, die kannst du uns dann zeigen. Und gleich beantwortest du noch die Fragen aus dem Chat, da ist eine Menge reingekommen. Vorher gucken wir aber nochmal in die Spielearena. Willkommen zum Wiss-Quiz. Wir spielen. Ja, Günther, es geht um Köpfchen. Ich weiß, das ist nicht deine Stärke. Ja, davon hat er einen sehr großen. Oh, das stimmt, mit wenig Inhalt. Wir haben Fragen vorbereitet aus verschiedenen Kategorien. Und das wären sie: Uhrzeit, Straßenbahn, Sechsbeiner, Essen, Vierbeiner und Technik. Ja, aus diesen Kategorien stellen wir Fragen, aber wenn unsere Teams etwas nicht wissen, dann können sie den Klassenjoker zücken. Die Frösche liegen hinten, deswegen dürfen die Frösche anfangen. Der Zufallsgenerator läuft und wenn ihr buzzert, hält das Licht an. Okay, ihr habt richtig schnell gebuzzert. Es geht um Uhrzeit und wir reisen jetzt gemeinsam Millionen von Jahren zurück und besuchen wen? Keine Ahnung, Günther. Die Dinosaurier. Die Dinosaurier, okay. Genau. Dinosaurier. Unter der Erde finden Forscher Millionen Jahre alte Überreste von Dinosauriern. Die Skelette können wir in Museen anschauen. Vor unglaublich langer Zeit haben diese gigantischen Echsen wirklich gelebt. Forscher können an den Überresten nachvollziehen, wie das Leben früher auf der Erde aussah. Und das ist die Frage: Wie nennt man die Wissenschaftler, die ausgestorbene Lebewesen wie Dinos erforschen? Also, es gibt Menschen, die erforschen Dinosaurier. Archäologen. Ich lese euch erstmal die Antwortmöglichkeiten vor. Wie nennt man die? Nennt man die A, Archäologen? Nennt man die B, Paläontologen? Oder C, Paradontologen? Archäologen. Also, ihr habt diesen Klassenjoker auch, will ich sagen, ja? Archäologen. Dann loggen wir ein, Archäologen. Also. Ein Paradontologe, der beschäftigt sich mit den Zähnen. Ein Archäologe, der gräbt Dinge tatsächlich aus, aber der beschäftigt sich mit der Menschheit und mit Menschen und nicht mit den Dinos, leider. Das ist der Paläontologe, liebe Frösche, sorry. Dann geht's weiter hier mit den Tigerenten. Der Zufallsgenerator läuft mit euch. Jetzt dürft ihr was sein. Pass. Was? Sechsbeiner. Und in der Kategorie geht es um ein buntes Flattertier. Und zwar ein richtig großes. Schmetterling. Der Atlasspinner aus den Wäldern der Tropen ist ein Riese unter den Schmetterlingen. Mit ausgebreiteten Flügeln wird er bis zu 30 cm breit. Bei manchen sitzen in den Flügeln fast durchsichtige Flecken. Hier scheinen Blätter und Blüten von unten durch. Weibchen tragen schmale, wie Federn aussehende Fühler. Die Fühler der Männchen sind besonders lang gefiedert. Und das ist die Frage: Wozu dienen die Fühler den Schmetterlingen? Ja, wozu dienen denn die Fühler den Schmetterlingen? Dienen sie zum Putzen, zum Riechen oder zum Hören? Tschüss. Komm mal kurz. Wir nehmen Riechen ein. Also B? B riecht. Wisst ihr es? Oder ratet ihr das? Ja, ich glaube. Also wir nehmen das was Logisches vom Sagen. Okay, warum ist es logisch? Ich glaube nicht, dass Schmetterlinge sich so putzen und auch nicht so, also hören. Damit was der Fühler. Sollen wir B einloggen? Ja. Ja. Wir loggen B, riechen ein. Spannend. Doch, Schmetterlinge putzen sich. Nein. Aber meistens mit dem vorderen Beinpaar. Töne, also Hören, nehmen sie dagegen mit einem Art Trommelfell wahr. Und mit den Fühlern, mit dem, nehmen sie Gerüche wahr. Also Punkt für die Tigerenten und weiter geht's mit den Fröschen. Wenn ihr buzzert, Leute. Also, es geht um Straßenbahnen und da hat sich unsere Tigerenten-Reporterin Emilia hat sich umgeschaut im Straßenbahnmuseum in Stuttgart. Das hier sind Weichen. Damit wird die Richtung eingestellt, in die eine Bahn fährt. Die Weiche leitet den Zug auf das richtige Gleis. Das besteht aus Schienen.
Wie sehen denn eigentlich die Schienen aus, auf denen die Straßenbahnen fahren? Ja, da haben wir zwei Schienen. Die Vignolschiene, die haben wir überall da, wo nur die Straßenbahn fährt. Da haben wir dann Schotter drumherum oder Rasengleis, macht man ja auch sehr gern. Und dann haben wir hier diese Schiene, die wir haben, da wo wir dann den Fahrweg teilen mit den Autos. Die sind wie ein Schlitz in der Straße, aber man ist bündig. Das ist eine ganz spezielle Form, die hat hier seitlich noch einen zusätzlichen Steg, damit die Straße nicht den Weg von den Reitern blockiert. Und das ist die Frage an euch. Könnt ihr euch denken, wie diese Art von Schiene heißt? Jo. Alter. Ich hoffe, ihr habt richtig gut aufgepasst. Und jetzt kommt die Frage. Wie nennt man die Schienen, die in den Asphalt eingelassen sind? Nennt man die Steinschiene? Das ist A. B. Hügelschiene. Oder C. Ist das die Rillenschiene? Das ist eine knifflige Frage, hey. Warte. Ich weiß es nicht. Rillenschiene macht keinen Sinn. C. Okay, kein Joker. Wir sagen, Rillenschiene ist eingeloggt. Und die Straßenbahn fährt ja über die Straße. Und die muss ja sicher über die Straße fahren, damit die nicht nach links und nach rechts umkippt. Und damit sie sicher steht, braucht sie Rillenschienen, genau. Ja! Ja! Punkt für die Frösche, super. Dann wieder Konzentration, liebe Tigerenten. Der Zufallsgenerator läuft für euch und ihr Buzzer. Technik. Ja. Okay, halt. Du weißt ja noch gar nicht, was kommt, Semi. Egal. Okay, egal. Aber ich sag's dir trotzdem, denn wer ein Haus baut, der braucht ja bekanntlich Ziegel. Und wie man die Ziegel überhaupt macht, das schauen wir uns an. Hier wird Ton abgebaut, der Rohstoff für Mauerziegel. Von der Grube geht es ins Ziegelwerk, wo der feuchte Ton mit Sägemehl vermischt und dann geformt wird. Der Ton wird durch eine Lochscheibe gepresst und zu einem langen Strang mit viereckigem Querschnitt geformt. Mit Draht werden daraus Quader geschnitten. Die sind noch feucht. Zum Trocknen werden sie in einen riesigen Ofen geschichtet. Bei 1000 Grad verbrennt das Sägemehl. So entstehen kleinste Luftbläschen im Ziegel. Zusammen mit den großen Löchern verbessern sie die Eigenschaften des fertigen Ziegels. Und das ist die Frage, wozu dienen die Hohlräume in Mauerziegeln? Ja, schaffe, schaffe, Häusle baue, wer kennt's nicht. Ich möchte von euch wissen, wozu dienen denn die Hohlräume in Mauerziegeln? Dienen sie A. zur Feuchtigkeitsspeicherung, B. als Insektenhotel oder C. zur Wärmedämmung? Wärmedämmung. A. Entweder A oder C. C. Ich bitte euch leise zu sein, solange ihr noch nicht gefragt werdet. Wir haben, glaube ich, die Antwort. Wir nehmen C. Wärmedämmung. Dann loggen wir C. die Wärmedämmung ein. Und im Haus muss ja immer schön kuschelig warm eigentlich sein, auch im Winter. Und damit es länger warm bleibt, gibt es so Hohlräume. Und die verbessern nämlich die Wärmedämmung. Ja! nächster Punkt für die Tigerhätten. Und weiter geht's bei den Fröschen. So, also. Na also, es geht um Essen. Das finden wir gut, oder? Ja. Und wisst ihr, was noch viel besser ist? Es geht um super leckeres Essen. Ich bin gespannt, es mögt ihr garantiert. Es geht um Erdbeeren. Oh, lieben wir. Aus dieser weißen Blüte wird was. Erstmal ein grüner Knubbel mit lauter kleinen Körnchen. Das sind die Nüsschen, die eigentlichen Früchte der Pflanze. Alles, was dann unter und zwischen den Nüsschen entsteht, wenn die Sonne fürs Rotwerden sorgt, ist keine Beere, sondern eine Scheinfrucht. Aber Beeren oder nicht, Hauptsache sie schmecken. Das ganze Jahr über gibt es bei uns Erdbeeren zu kaufen. Aber frisch vom Acker aus der Region gibt es sie nur für wenige Monate. Die ersten reifen unter solchen Tunneln, geschützt gegen Regen, Wind und die Eisheiligen. Danach erst fängt die Hochsaison an.
Und das ist die Frage. Wann haben Erdbeeren, die bei uns im Freiland wachsen, Hochsaison? Okay. Süße kleine rote Erdbeeren. Es geht um Freilanderdbeeren. Wann haben die Hochsaison? Haben sie das März, April? Das ist A. B wäre Juni und Juli. Oder C, ein bisschen später, September, Oktober. Es ist die letzte Frage. Wenn ich ihr wärt, ich würde den Klassenjoker ziehen. Aber ihr müsst es nicht machen. Aber es wäre natürlich möglich. Gut, komm. Euer Lehrer ist doch ein Süßer, der weiß das doch. So, bitteschön. Unbedingt, ja. Also wann haben die Freiland-Erdbeeren Hochsaison? März, April, Juni, Juli, September, Oktober. Sag B. B. Ja, B. Ja, B. Ich sag auch B. Das wäre Juni, Juli. Ja, wir wollten auch B nehmen. B. B. Ich schließe mich der Klasse an, wir nehmen B. Wir nehmen B. Juni bis Juli, das ist die Hochsaison für Freiland-Erdbeeren. Ja. Und wisst ihr was? Was? Ihr kleinen Früchtchen. Wir haben Trick. Das ist richtig! Ja! So, 2-2, aber eine Frage ist noch offen für die Tigerenten, nämlich aus dem Bereich Vierbeiner. Und das Tier, was wir jetzt sehen, das ist ungefähr genauso faul wie Günther, denn es ist ein Faultier. Gemütlich im Fell der Mama, so lässt es sich aushalten. Zum Fressen gibt es auch genug. Und Zeit zum Schlafen. 20 Stunden am Tag dürfen es schon mal sein. Das Fell eines Faultiers ist ein eigener Lebensraum. Hier leben Motten. Sie knabbern von den reichlich vorhandenen Haaren. Die Ausscheidungen der Motten wiederum ernähren Algen, die das Faultier gerne beherbergt. Denn wenn es sein Fell pflegt, nimmt es mit den Algen wichtige Nährstoffe auf, die seiner Blätternahrung fehlen. Eine perfekte Wohngemeinschaft. Und das ist die Frage. Wie nennt man so eine Gemeinschaft? Tschüss, die Faultierchen. Und die Frage von euch, oder für euch. Wie nennt man eine Gemeinschaft unterschiedlicher Lebewesen, die für alle Partner Vorteile bringt? Ich weiß das schon. A. Biotop, B. Symbiose oder C. Symbol? Joker, Joker. Wir nehmen den Klassenjoker. Frau Vogt, die Klasse wurde gezogen als Joker. Oh. Gut gefangen. Okay. Bitte, Leute, bitte. Also ich würde sagen, A, Biotop. Mhm, Nermin? Ich würde sagen B. Okay. Wenn das falsch ist, ne? So, dann wer hat du erleben. Ich würde auch B sagen. Okay. Ich würde B sagen. Ich würde B sagen. Ich würde B sagen. Noch zwei Antworten, dann ist Schluss. Ich würde auch B sagen. Also was? Wir setzen alles auf eine Karte. A. Ja. Nein. Die Tigerenten setzen alles auf eine Karte und Biotop. Setzen auf so falsch. A, das Biotop. Oh. Aufgeregt. Wenn diese Antwort richtig ist, geht die Notbremse an euch. Ist diese Antwort nicht richtig, teilen wir und jedes Team bekommt eine Notbremse. Nein, bitte. Frau Vogt, es liegt an Ihnen. Frau Vogt, es liegt an Ihnen. Ich hoffe, es geht. Also das Symbol, das ist natürlich nur ein Zeichen, also quasi ein Sinnbild. Und ein Biotop, das ist ja ein Lebensraum, wie zum Beispiel Moor. Und da können auch Fressfeinde sein. Und das wäre ja eher nicht so vorteilhaft. Und deswegen ist Antwort B richtig. Ich hatte doch gesagt, ihr habt euch leider verzockt. Notbremse für leider die Tiger, Notbremse für die Frösche. Aber ich habe gut gemacht, super. Da hat der Klassenjoker leider nicht geholfen. Jedes Team also eine Notbremse. 4-2 steht es jetzt für die Tigerenten. Und Tim wird jetzt eure Fragen aus dem Chat beantworten. Dankeschön schon mal dafür. Es kam eine ganze Menge rein. Zum Beispiel, ob dir denn gar nicht schwindelig wird beim Drehen. Es kommt tatsächlich vor, gerade wenn ich jetzt neue Tricks übe, die ich noch nicht so gewohnt bin, dass ich da auch schon mal mit Schwindel zu kämpfen habe. Aber jetzt bei den Sachen, die ich hier heute gezeigt habe, nicht mehr. Nee.
Kika-Drache 4425 fragt, das finde ich sehr witzig. Wirst du denn manchmal von der Polizei oder dem Ordnungsamt angehalten, wenn du draußen Tricks machst? Polizei und Ordnungsamt tatsächlich noch nicht. Ich habe oft öfter mal mit so Securities zu tun, weil ich oft auf Parkplätzen auch fahre oder in Parks und da oft einfach die Park-Security oder so kommt und sagt, ey, hier bitte nicht, geh bitte weg. Und da habe ich mich manchmal mit denen rumzuschlagen. Aber Polizei und Ordnungsamt bisher das, nicht. Das noch nicht. Aber eigentlich kommen doch bestimmt viele Leute und sagen, ey, voll cool, was du machst. Auch oft, oder? Ja. Das ist auch so. Ja. Hast du denn selbst ein Vorbild? Ja, gerade wo ich angefangen habe mit BMX, habe ich mir sehr oft viele andere Fahrer angeguckt. Eine große Inspiration aus Frankreich ist der Matthias Dondois, sehr guter Fahrer. Fabio Wittmer, den auch viele kennen, auch eine sehr große Inspiration. Ja, aber auch generell, ich gucke mir sehr, sehr viel an von anderen Bikern und gucke, was die so machen. Ja. Hier gab es auch noch Fragen, ne? Ich habe inzwischen eine andere Frage, nämlich ob das schwer war, das Rad dann, wenn man im Wasser ist, noch festzuhalten. Ah, okay, ja. Ja, wir haben das Rad tatsächlich ein bisschen präpariert. Das war so Schaumstoff um den Rahmen rum, den haben wir dann mit schwarzem Tape quasi abgeklebt, damit man es nicht sieht. Und deshalb war es nicht so schwer, das Fahrrad wieder mit hochzubringen. Das ist quasi alleine geschwommen. Von alleine wieder hochgekommen. Ja. Was begeistert dich denn so am BMX-Fahren, fragt Showhase? Oh, sehr viele Sachen. Also ich finde generell, es sieht sehr, sehr ästhetisch aus, einfach gerade Flatland für mich. Vielleicht, weil ich auch so ein bisschen Flatland-Nerd bin, aber ich finde es einfach sehr, sehr schön, diese Tricks mir anzugucken und dann auch selber nachmachen zu können. Gerade wenn man am Trainingsort ist, mit Musik trainiert und einfach alles in so einen Flow kommt, das ist schon sehr, sehr schön. Es macht sehr viel Spaß einfach. Ja, macht Bock. Sieht man dir auch an. Gibt es hier noch Fragen bei euch? Wie alt bist du? Ich bin 22. Hätten wir das auch geklärt? Ja. Wie viel hat dein Bike gekostet? Das Profi-Bike. Mein Bike ist tatsächlich selber zusammengestellt mittlerweile. Ich würde es auf so knapp 1500 Euro schätzen. Ich bin mir nicht sicher, weil alles mit der Zeit so zusammengebaut wurde. Aber es gibt auf jeden Fall Einsteiger-Bikes, die deutlich günstiger sind. Also alle, die jetzt anfangen wollen, BMX zu fahren, ihr müsst nicht direkt so viel Geld in die Hand nehmen. Es gibt da günstigere Möglichkeiten. Das glaube ich. Ja, aber auf jeden Fall größten Respekt für das, was du leistest. Dankeschön. Vielen Dank für deine Antworten und auch vielen Dank an euch für eure vielen Fragen. Und jetzt geht es erstmal um die allerletzten Notbremsen vor dem großen Finale. Günther Kassenfrosch, der König unter den Abrissbieren. Günther, der Zerstörer. Zum Glück müssen unsere Teams die Pyramide wieder aufbauen. Aber vorher geht's durch den Quergang. Du bist total zu, was du gebrauchst. Der Quergang wartet und er ist ganz schön lange. Mariella und Eslem sind ready, haben schon Platz genommen, ganz gemütlich. Aber die Gemütlichkeit hat gleich ein Ende. Es geht los in 3, 2, 1 und go! Okay, ich weiß nicht, was Eslem vorhat, aber kurz mal die Strecke. Du musst gar kein Slalom fahren, Eslem. Einfach geradeaus, geradeaus. Du machst hier nochmal extra. Brauchst du gar nicht. Auf geht's. Tigerenten gegen Frösche, rein in die erste Kurve. Eslem macht hier einfach mal so einen Slalom und erfindet den Parcours neu. Finde ich ganz toll. Und sie ist trotzdem noch schneller als die Frösche. Das ist ja unfassbar. Die Frösche ändern mal so ein bisschen die Taktik. Erst rückwärts, jetzt vorwärts, ab geht's. Und die Tigerenten übernehmen die Führung. Rein ins erste Hindernis auf die Rollbretter. Da holt man am besten so einmal ganz ordentlich Schwung, um darüber zu kommen. Und bei Eslem sieht das besser aus. Eslem, steh auf, steh auf, steh auf. Einfach runter, runter. Du kannst aufstehen, aufstehen. Komm. Ich habe das Gefühl, die Tiger und die Frösche, die wollen sich den Quellgang noch schwerer machen, als er sowieso schon ist. Unfassbar. Und jetzt hat tatsächlich Mariella für die Frösche die Führung fast übernommen. Kopf an Kopf rennen, geht's raus aus dem nächsten Hindernis. Komm, auf geht's, Mariella, auf geht's, komm. Mariella, komm schon! Und Eslem ist schon als erstes bei euch und die Frösche liegen ein paar Meter zurück. Auf geht's, auf geht's! Auf geht's, die Frösche! Ich weiß, es ist sau anstrengend! Sehr gut, komm, beißen, beißen, beißen! Komm, auf geht's, Eslem! Komm, komm, schlag die zwei und nach vorne, komm! Nach vorne, Pyramide bauen! Auf geht's! Komm ran, zurück und weiter, komm! Hier unten, da drei, ja, und zwei, da noch einer! Oh, was ein Kopf! Auf geht's, auf geht's! Zieht durch, er kommt! Komm, komm, jetzt zählen die letzten Körner noch! Weiter, weiter, weiter! Mädels! Weiter, weiter! Mariella, oben drauf! Komm, Eslem, lass die Eslem! Rein. Los, komm, los, los! Schnell! Hol's raus, hol's raus, hol's raus! Versuch, versuch! Oh, du hast noch Chancen! Komm! Komm, du hast noch Chancen, Eslem! Bau auf! Schau, komm, Eslem! Bau sie auf!
Nee, da, du hattest leider nicht. Die Notbremse geht an die Tiger-Enden. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das war mega knapp. Und ich drücke jetzt den Fröschen so sehr die Daumen, dass Marius uns die letzte Notbremse sichert. Bitte. Und die gibt es hier zu holen im Kletterparcours. Wir drücken die Daumen, es geht los in 3, 2, 1, go! Komm schon, Marius! Auf geht's! Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Konzentration, ein Fuß vom anderen, du machst das. Gut, 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 gut. Das Seil hinter dir nehmen und dann geht's rüber. Wo sind die Frösche? Feuert mal Marius an! Anfeuern, Leute! Und direkt weiter, genau. Marius! 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 Und jetzt durch hier diese Hangeldinger. Genau, und rüber, auf geht's, komm schon! Auf geht's, Marius! Jetzt ist Marius bei einer Minute Endspurt durch Spinnennetz. Komm schon, Junge, zieh durch, komm schon! Auf geht's! Let's go, Marius, komm! Alle Kräfte nochmal, hau alles raus, hau alles raus! Komm schon, ein paar Meter. Und die Glocke, die Glocke. Wir schauen auf die Zeit von Marius. 1 Minute und 32 Sekunden. Das ist eine gute Zeit. Ja, ist nicht schlecht. Aber nicht unschlagbar. Stimmt und auch. Serhat wird jetzt für die Tigerenten genau das versuchen, diese Zeit zu unterbieten. Serhat, du bist ready? Dann geht's los in 3, 2, 1, go! Serhat startet auch gut. Unser Lianwald ist natürlich echt wackelig. Einmal Slalom rum um die Seile und dann passendes Thema Seilschnappen und Tatsachsprung absolvieren. Und jetzt einmal rüber und sehr hart, let's go. Da war auf jeden Fall Power dahinter. Eine Minute noch jetzt. Die Zeit tickt erbarmungslos runter, aber er ist schnell. Ja, gut, gut, gut. Er sucht ein bisschen die Balance, bleibt aber natürlich gut im Rennen. Jetzt muss es schnell gehen. Auf geht's, Erhard. Er nähert sich den 30 Sekunden. Nochmal auf unsere Wackelbretter. Ab jetzt noch eine halbe Minute. Jetzt müsste er ein bisschen Gas geben. Aber auf diesem unebenen Untergrund ist das natürlich definitiv nicht leicht. Ja, das wird jetzt eine enge Kiste für ihn. Hat sich jetzt ein bisschen schwer getan bei den Wackelbalken. Aber er ist ein Kämpfer. Er ist ein Kämpfer. Ihm bleiben jetzt nur noch 10 Sekunden im Spinnennetz. Die Tiger stehen hinter dir und feuern lautstark an. Aber es wird knapp, 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 knapp. Und vorbei. Das heißt, Marius hat es geschafft. Notbremse für die Frösche. Die Frösche holen sich die letzte Notbremse vor dem großen Finale und damit steht es 5:3 für Team Gelb. Und jetzt stehen wir vor dem großen Finale und ihr zu Hause müsst jetzt eure Punkte setzen in der Kika Quiz App. Wer holt sich den Goldpokal? Für die Frösche am Start, Konstantin! Für die Tigerenten reitet Sammy! Und es geht um diese beiden Pokale. Willkommen im großen Finale. Es geht los in 3, 2, 1, go. 5 Notbremsen bei den Tigerenten, 3 bei den Fröschen. Sehr
Konstantin! 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 Eine Notbremse gesetzt bei den Tigern. Gibt es heute den Silberpokal! Und das bedeutet, es muss jemand unter die Schleimdusche! Herr Hoffler, let's go! Herr Hoffler! Und der coole Lehrer, der badet im Schleim, okay? Es geht los in 3, 2, 1, go! Dankeschön! Was ein spannendes Finale, aber Sammy konnte sich etwas länger auf der Rodeo-Ente halten und holt den Goldpokal für die Tigerenten. Herzlichen Glückwunsch an beide Teams und auch herzlichen Glückwunsch an dich, unseren App-Gewinner. Wenn du gewonnen hast, dann ploppt das jetzt auf deinem Bildschirm auf. Und vielen Dank, lieber Tim, dass du heute da warst. Für dich gibt es unsere Holztigerente. Dankeschön. Vielleicht kannst du dir noch ein paar Tricks beibringen. Kann's versuchen, ja. Steht als nächstes noch was Cooles an? Ja, dieses Jahr auf jeden Fall noch 2 Tourneen, einige Shows noch, so Solo-Shows, ein weiteres Videoprojekt ist noch in Planung, müssen dann gucken, ob wir es umsetzen können dieses Jahr noch, ansonsten nächstes Jahr. Ja. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei und nächste Woche gibt es wieder den Tigerentenclub. Wenn ihr nicht so lange warten könnt, dann hört doch einfach mal in die Tigerentenclub-Hörspielshow rein, unser Podcast überall da, wo es natürlich Podcasts gibt. Also bis nächste Woche, tschüssi! Applaus